So, Lea, magst du uns ein bisschen einführen? Hallo miteinander. Wir haben gerade zueinander gesagt, wow, es ist die drittletzte Lesung. Heute Morgen, übermorgen und am Freitag geht's los. Und das Buch ist für euch da draußen im Handel als erstes auf Amazon zu kaufen und danach dann bald auch im Buchhandel. Und wir freuen uns so. Und irgendwie, es war verrückt und viel und trotzdem total schön. Aber heute wollten wir ein bisschen neuen Wind reinbringen, Shelia und ich, und haben dasselbe angezogen für den neuen Wind. Twinning für Elisabeth Löffelath, für euch da draußen. Genau. Und heute unseren Gast, Elisabeth, kenne ich schon ein paar Jährchen. Ziemlich. Und ich freue mich einfach unglaublich, war sie mit dabei bei diesem Buch. Und darf ich sie heute hier für euch begrüßen. Und als ich so draußen ein bisschen gewandert bin, dann überlege ich oder bin mit dem Menschen, der da kommt heute Abend. Und da dachte ich, wirklich, wir saßen so in einem kleinen Raum mitten auf dem Land und wir haben für unsere erste Coaching-Ausbildung gepaukt zusammen und Tee getrunken und gelacht und geweint. Und so war unser Start. Und jetzt, ein paar Jahre später, ist einfach nochmal eine unglaubliche Leichtigkeit hinzugekommen. Damals waren wir tief und ernst und suchend und auch lustig, aber nicht nur leicht. Und heute ist es inmitten von Leben viel leichter. Und ich durfte auch Elisabeth begleiten, wie sie zurück zu ihrem Liebsten gegangen ist, und sie wird heute noch eine kleine Überraschung mit euch teilen. Genau, die einfach wunderbar und magisch ist, wie das Leben selber. Ja, dann soll ich schon lesen von Elisabeths Bio, oder? Ja. Wollen wir zuerst ihr kleiner Gast sagen? Ja, Elisabeth, magst du sagen, ich habe gestern schon ein bisschen aus dem Dings geplaudert. Ja, klar. Also ich bin heute nicht alleine da, sondern ich habe auch noch das Wunderleben quasi in mir. Und auch der Grund, warum ich vermutlich gleich etwas kurzatmig sein werde. Denn das kleine Wunder ist schon relativ groß. Und, genau. Genau, wir dürften quasi gerade die Wunderkugel bewundern und die war richtig rund und groß. Wie lange hast du noch, Elisabeth, bis das Kind kommt? Also es dürfte ab 2 Wochen bis in 6 Wochen kommen. Also so, man sagt ja immer, dieser ET, naja, was ist das, ein Termin, ist Mitte August. Sehr schön. Also wir haben uns extrem gefreut. Ich habe mich sehr gefreut, das zu erfahren. Also wir werden jetzt loslegen und ich lese deine Bio vor. Elisabeth Löffelath ist ganzheitliche Business-Coachin, Mama und Langzeitreisende. Sie unterstützt selbstständige Frauen, ihre emotionalen Ketten zu sprengen, um Freude im Businessaufbau zu erleben. Wenn sie gerade nicht coacht, ist sie am liebsten barfuß am Meer oder manifestiert sich ihr herrlich freies Leben mit ihrer kleinen Familie auf Bali. Und so schön bist du hier, Elisabeth. Und was wir gerne fragen ist, was hat dich dazu bewegt, dabei zu sein bei diesem Buchprojekt, deine Geschichte festzuhalten in Schrift für andere? Ja, ich bin davon mit vorhin auch ein bisschen in mich gegangen oder durch die Wiese spaziert und habe mich das auch nochmal gefragt. Und dann habe ich gedacht, ich erzeuge nur irgendwelche künstliche Gedanken, ich lasse es jetzt einfach fließen.
Und so kam auch die Buchgeschichte zu mir tatsächlich. Also ich hatte irgendwie wieder mal so einen Moment von, ach, es ist so viel Schönes passiert durch diese Erkenntnis. Und das möchte ich doch gerne mal irgendwie in irgendeiner Form auch mal, weil ich schreibe an sich auch gerne, das auch teilen. Ja, aber auch da kommen natürlich auch immer wieder mal dann die Stürmchen hinterher, so, ja, morgen, übermorgen, mal schauen. Und aber irgendwie, ich glaube, Tag, nachdem ich diesen Gedanken nochmal aufgefrischt hatte, kam die E-Mail mit der Information, ich könne doch auch mit wundervollen anderen Frauen dieses Projekt starten. Und da dachte ich, das nehme ich doch mal an. Und ja, finde es einfach großartig, dass, weil ich auch selber weiß, wie wertvoll es ist, dass diese Geschichten nur, nicht nur von einer Person zu hören sind, sondern dass einfach jede Person, die diese Erkenntnis für sich erlebt, hört, sieht, spürt, egal auf welcher Ebene, dass das was mit einem macht und dass nicht dieses eine Erlebnis, das, was nur ich für mich erkannt habe, nachher das ist, was auch für jemand anderes nachher auch der Schlüsselmoment ist. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass wir uns da, sage ich mal, jetzt zusammengetan haben und jeder so sein Geschenk mit dazu beiträgt und das einfach jetzt in die Welt darf. So, so schön, Elisabeth. Ja, das ist schön, dass es in die Welt darf. Und wir freuen uns sehr auf deine Geschichte. Und jetzt ist deine Bühne für deine Lesung. Ich schaue mal links oder rechts. Welche Passage nehme ich? Ich nehme links. Mittendrin in der Geschichte quasi, mitten in der Erkenntnis. Genau. Überall begann ich plötzlich neue Dinge zu sehen. Auf meiner immer gleichen Wanderroute stand auf einmal ein uraltes Windrad. Ich fragte mich, ob wohl ein Landschaftsgärtner ganz neu diese großen Bäume fürs Haus gepflanzt hatte. Warum schmeckte mein Smoothie auf einmal so intensiv und lecker? Auf einen Schlag konnte ich fidel aus dem Bett hüpfen, weil sich mein Rücken nicht mehr starr wie Stein, sondern elastisch und flexibel bewegen ließ. Meine Stirnesfalte ebnete sich und es schrieben mir plötzlich Menschen aus dem heiteren Himmel, von denen ich jahrelang nichts gehört habe. Es geschah zu viel Magie auf einmal, um dies direkt greifen zu können. Und wie hätte es nicht schöner kommen können? Die Beziehung zu meinem Ex-Partner heilte und wir begegneten uns auf einer neuen, viel tieferen Ebene, um gemeinsam in eine nächste Runde Leben zu starten. Ich verabschiedete mich von meinem Arbeitsplatz und gründete mein eigenes Business, von dem ich dann direkt vom zweiten Monat an leben konnte. Es machte mir wieder Freude, das Leben zu genießen und meine vorher eifrig zelebrierte dreistündige Morgenroutine durfte, aber musste nicht mehr sein. Deshalb ließ ich sie erst einmal gehen. Du fragst dich jetzt bestimmt, welche Wunderpille Lea mir hier gab. Auch ich frage mich das immer wieder. Wenige Wochen, nachdem ich diese Aufwachmomente erlebt hatte, wollte ich nochmal neugierig hinschauen, was genau dahinter steckte. Es war einfach so leicht unschön, als dass es schon die Lösung sein könnte. Es war einfach, Entschuldigung, immer mehr und in Babyschritten erkannte ich, was immer wieder in uns geschieht. In ganz ruhigen Momenten sah ich meine Gedanken plötzlich in Aktion. Und einen kleinen Sturm heraufziehen. Die einzige Regel, die ich aus dem Coaching mitgenommen hatte, war, im Sturm gibt es nichts zu tun. Gesagt, getan. Ich probierte mich weiter aus und erkannte jedes Mal aufs Neue, wie unfassbar schnell unsere Gedanken manchmal davonrasten, häufig auf dem altbekannten Weg. Und zurück kamen Emotionen, die mich wie ein Bumerang erschlugen. Doch dass dies nie tatsächlich ein Stück Plastik oder Holz ist, das mich hier so hart erwischte, wurde mir erst nach und nach so richtig bewusst. Es waren eigentlich nur diese Gedanken, die ich über mein Bewusstsein in Form von lauten Gefühlen und Emotionen erlebte. Ich machte mir ein Spiel daraus. Immer wenn diese altbekannten, unangenehmen Gefühle um die Ecke kamen, erinnerte ich mich an das Bild, wie aus einem Gedanken und vielen weiteren ein dichter Sturm entsteht, der sich anfühlt, als würde eine dunkle Wolke auf uns niederdrücken. Doch in Wahrheit löst sich diese Wolke im nächsten Moment wieder auf, da wir gar nicht denken können.
Normalerweise kommt da immer ein neuer, frischer Gedanke hinterher, der uns den Weg leitet, uns gesunde Zeichen gibt, Hinweise, was es zu tun oder zu lassen gibt und neue Ideen, die das Leben schöner machen. Doch wir hängen uns auch gerne an Gedanken auf, die wir in Dauerschleife durchdenken und daran festhalten. Die neuen Gedanken halten wir auf und es entsteht Stau. Es entsteht ein dichtes, vernebeltes Feld vor uns und wir sehen nicht mehr klar. Erkennen wir jedoch, dass wir unsere Gedanken nur erleben, anstatt sie uns einbilden, wir würden aus diesen Gedanken bestehen, dann erleben wir ein leichteres, vielfältigeres Leben. Denn wir müssen uns nicht mehr anstrengen, um krampfhaft an einer Identität festzuhalten, die aus Gedanken gestrickt ist. Wir können vielmehr anerkennen, dass es gerade ein Sturm ist und uns erinnern, woher dieser kommt. Und dann darf wieder etwas Neues kommen. Das Leben ist und bleibt bunt. Mir ist wichtig zu betonen, dass es hier nicht darum geht, nur noch glänzend, strahlend und dauergrinsend durch das Leben zu stiefeln, als wären wir ständig auf Drogen. Es geht darum, zu erkennen, dass wir all diese Gedanken nicht sind, sondern wie sie durch unser geniales Bewusstsein erleben. Wir erleben und spüren dies emotional und auch körperlich. Mit dieser sich vertiefenden Erkenntnis tanzte ich weiter durchs Leben, mal humpelt und mal schwebend. Das Leben machte wieder Freude, die Liebesbeziehung erfuhr eine neue Tiefe und eine starke Verbundenheit und auch der berufliche Erfolg flog mir in die Hände, denn ich stand mir immer weniger selbst im Weg. So reibisch. Spürt sich nach Vollleben an, alles, was du sagst, und berührt mich wirklich unglaublich. Und es ist immer wieder. Es ist nicht ein Lea oder Sissi Elisabeth Special oder Shelia Special oder all die wunderbaren Frauen Special. Es ist, wie wir alle funktionieren. Und dann kommt aber diese wunderbare Leichtigkeit im Individuellen, in deinem Leben, Elisabeth, die gerade so rüberschwappte, die Liebe und die Leichtigkeit darin. Ja. Dankeschön, Elisabeth. Und wir verraten es euch, auch wenn ihr vielleicht bei den anderen Lesungen noch nicht dabei gewesen seid und das Buch vielleicht noch gar nicht kennt, könnt ihr gar nicht kennen momentan, weil es noch nicht draußen ist, richtig. Diese Geschichten bestehen aus diesem Vorher und Nachher. Und was gesehen wurde, dass dieser Sprung gemacht werden konnte. Und Elisabeth hat ihre Nachher-Geschichte heute hervorgehoben, um wirklich zu zeigen, was möglich ist, wie man raus aus der Schwere und rein in die Leichtigkeit kommen kann und wie das aussieht für einen Menschen. Und das war so schön, Elisabeth. Und wenn dich das anfixt und du denkst, ja, das will ich auch. Am Freitag kommt unser neues Buch heraus mit dem Titel Und dann war es leicht. Wo Elisabeth eben ihre Geschichte, wo du das zu Ende lesen kannst und die anderen 19 Geschichten, die da drin sind. Und wir werden nach noch 2 Lesungen am Freitag den Link zur Bestellung auf Amazon zur Verfügung stellen. Also halte die Augen auf, sei bereit vor dem Rechnerschutz oder meistens bestellt man heutzutage auf dem Handy, gell? Also auf dem Smartphone zu bestellen.
Aber wir werden so eine große Welle in die Welt machen am Freitag gemeinsam, indem wir alle zusammen das Buch holen, das Ding noch auf die Bestsellerliste treiben, sodass diese Liebe und diese Erkenntnis richtig in die Welt kann. Vor allem, dass dieses Verständnis in den deutschsprachigen Markt noch mehr darf, nach Deutschland und Österreich und Schweiz, da wo es noch nicht so viele Bücher gibt über dieses Verständnis, aber immer mehr wird und immer mehr wird, wo wir beitragen. Ja, das war es von meiner Seite. Lea, gibt es noch was hinzuzufügen? Nein, danke und alles Gute mit dem Beginn der neuen kleinen Familie und liebste Grüße auch an deinen Liebsten, Elisabeth. Absolut. Und wir sehen uns morgen Abend wieder für eine weitere Lesung um 20 Uhr für 20 Minuten. Und wir freuen uns sehr auf dich, auf euch. Bis dahin. Danke, Elisabeth, nochmal. Tschüss. Danke euch. Tschüss.